So, hier fehlt jetzt die Weiche. Nicht, dass wir die vergessen. So, was muss elektrisch? Das muss elektrisch. Dann hier rüber muss elektrisch. Das muss elektrisch. Das. Alles andere kann mal wegfallen. So, dann kann ich eigentlich auch hier die ganzen Signale in diese Richtung abreißen. Denn, oh nein! Was habe ich denn jetzt für eine Kollision? Oh, Spiel, echt jetzt. Okay, aufpassen, wo man hinklickt. Ja, das freu ich. Wo ist das nächste? Da. 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 Da auch noch. Und das ist ja dann die andere Richtung, ja, genau, wunderbar. So, hier fehlt ja eh nur ein Zug. Das wäre da, dann müssen wir das eigentlich noch in die Richtung die Signale geben. Da ja auf diesem Gleis auch nicht mehr so viel Verkehr ist, brauchen wir auch nicht mehr so viele Signale platzieren im Grunde. Das heißt, es würde ja sogar reichen auf dieser Strecke, halb so viele Signale zu platzieren wie davor. So, jetzt schauen wir mal die Linien an. Weil wir haben das, oder wir haben die drei Linien. So, grün kommt hier rüber. Das ist sehr gut. Grün beginnt da 1, 2 und nimmt mir dann, wo ist denn da, nimmt mir das Signal. Und zwar auf die 4 mit diesem Signal. Schön. So, und bei den beiden ist es im Grunde eigentlich egal. Obwohl, ich möchte gern, dass der Stahl geradeaus reinfährt und der Kunststoff kann dann ruhig hier reinfahren. Hier drüben ist es ja eh deklariert, genau. Ja, wunderbar. Oh, jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden, wie ich die Züge darüber schicke. Am besten irgendwie so. Warum hat er jetzt schon wieder gedreht? Ah, Moment. Die Züge haben sie natürlich auch gewendet. Das ist scheiße. Ah. Umdrehen. Nee, du bist beladen. Du bleibst. So, okay. Ich glaube, man sollte mal hier erstens mal schnellere. Ach du Heilige, wie geht denn das denn jetzt? Ah, man sollte mal hier die größeren LKWs nehmen. Macht die auf automatische Ersatz sofort ersetzen. Jawohl. Und automatische Fahrzeugersatz ist ein. Und wir haben auf der
Linie 36 Sekunden ist eigentlich gut. So, wir haben hier Kunststoffanlieferungen. Da haben wir Stahl. Und das können wir jetzt einfach nur zur Schönheit hier vollenden. So, weil jetzt können wir hier mal mitfahren, denn da können wir jetzt Parallelfahrten machen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Na gut, die E-Lok ist natürlich ein bisschen stärker. Und fährt uns weg. Scheiße. Aber das ist gut, weil dann haben wir die rechte Seite ist dann nur für Diesel, also da haben wir dann keine Stromabnehmer. Stromabnehmer. Oberleitungen. Oh, da muss der Zug jetzt warten. Okay, weil der Dieselzug raus möchte. Das ist aber nicht so wichtig, weil der kann ruhig warten. Denn er möchte ja eh nur holen. Ja, er möchte ja holen und nicht abliefern. Da sehe ich dann weniger die Zweifel, dass der dann da mal warten muss. So, hier läuft alles, sehr schön. Jetzt haben beide grün bekommen. Da bin ich ja mal gespannt, wer da hinten grün bekommt. Weil die E-Lok ist, glaube ich, in der Beschleunigung etwas besser. Ja, okay. Na, aber macht nichts. Kann man im Grunde viel früher noch ein Signal setzen. Im Grunde direkt nach der Weiche hier. Da, nee, da warten wir noch, bis es schnellere Züge gibt. So, wo ist denn unser dritter Stahlzug? Der liefert gerade ab. Aber arg viel länger können wir die halt nie machen. Wir können mal gucken. Hier kommt der an. Zweimal Maschinen. Güter, einmal Maschinen, einmal Werkzeuge. Achso, die gehen ja hier woanders hin. Ja, ja. Einmal dahin, einmal dahin. Dass wir da mal überlegen, vielleicht in Kühdorf. Oder in Dornburg? Kühdorf oder Dornburg? Du hast auch schon maximale Länge. Mehr kann er einfach nicht transportieren. Es geht einfach nicht. Vielleicht in Dornburg so ein Zentrallager? Dornburg oder Kühdorf? So,
halt die Frage, wo kommen wir mit, wo kommen wir zu mehr Städten? Ich hätte dann vielleicht doch Kühdorf genommen, denn das ist ja dann auch später unser Hauptbahnhof und alles Mögliche. Und hier gibt's Stau. Kann man hier sehen. Am Bahnübergang. Bip, bip. Bleibt gleich unten, weil... Ach, was, so weit vorher reserviert er sich den Block schon? Krass. Da könnten wir auch mal die Fahrzeuge ersetzen, oder? Können wir den Bus schon ersetzen durch irgendwas Besseres? Zum Beispiel durch sowas? Entschuldigung. Ich mach den Fahrzeugersatz jetzt mal ein schnell. So, und hier läuft halt einmal Bus. Oh, den müssen wir aber auch mal ausbauen. Moment. Nee, nicht Dornburg, Kühdorf. Ja, den müssen wir mal ausbauen. So, vom Hauptbahnhof geht's hier rüber. Wo gehen wir denn da hin? Denn der Hauptbahnhof deckt ja schon eigentlich große Teile ab. Was ist, wenn wir hier was platzieren? Okay, das deckt auch ziemlich viel ab. Dann könnten wir das Gebiet hier hinten vielleicht etwas interessanter machen. So, dass wir das mal irgendwie hier reinhauen. Bus machen wir da mal hin. So, das macht ja bis hier drüben gar nichts. Dann würde ich hier die nächste Haltestelle machen. Die geht ja dann ziemlich weit. So, die geht ja auch ziemlich weit. Dann machen wir hier so. Oder würde es auch hier genügen? Im Grunde ja, dann machen wir die dahin. So, dann haben wir hier, da und dann machen wir hier. Da, das deckt eigentlich schon beide Teile ab. Dass wir von da noch irgendwie. Puh, keine Ahnung, wo gehen wir jetzt da hin? Am besten wäre es, wenn wir hier noch eine Verbindung reinkriegen würden. Hört man sogar. Okay, Moment. So, und... So, und... Muss trotzdem abgerissen werden. Eieieiei. Ich hoffe, der findet den Weg so.